Weiter geht's mit Metro 2033. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem verdammten Ausgang hier. Hallo, Ausgang. Ausgang? Bin ich hier richtig? Es wurde gespeichert, also nehme ich mal an, ja. Außerdem komme ich da eh nicht mehr zurück. Keine Leiter und so. Alter! Hell! Aber naja, so seht ihr wenigstens was. Muni. Der Typ ist doch zur Atemmaske hier verreckt. Naja, geschieht ihm recht. Hoffe ich doch mal. Wer weiß, wer weiß. Nehmen wir wieder unseren Metal Gear Revo. Beziehungsweise Sniper Revo. Sniper-Revo auf Sniperigkeit. Hier wurde die Falle ausgelöst. Hier ist eine, die ist noch nicht ausgelöst. Hier ist nischt. Nischt ist auch was. Nischt gar nicht. Wer will was? Ich hab die Kalaschnikow mit Sniper-Visier. Du kannst mir gar nichts. Wer immer du bist. Du kannst mir. Ja, wie geil der Rotpunkt wandert, wenn man zoomt. Naja. Aber ich nehme lieber meine Schrot, ey. Die ist effektiv. Zur Unkrautbekämpfung. Dafür kann ich sie abnehmen. Yep. Ich hasse Licht. Nachtsicht. Einfach nur, dass ihr was seht. Dim, dim, dü, dü, dim. Dim, dim, dü, dü, dim. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm, ruh dich aus. Wie hast du es geschafft? Wann hast du es geschafft? Lass mal es einfach. Okay, lass mal es auf dich berühren. Beruhen. Wir werden die Polis bald erreichen. Hey! Polis, wir kommen! Polis, ich komme! Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Klingt ja nicht gut. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Hey, unsichtbare Wand ist uncool. Unsichtbare Wand ist uncool. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten uns verstehen und helfen. Wer sagt das? Wer bist du? Was ist hier los? Lauf, Artyom! Was macht er da? Weg hier! Weg! Ich komm nicht weg! Du kannst dich nicht von der Zukunft verstecken. Ich kann's aber versuchen! Ich kann es zumindest versuchen. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Yay! Wir haben es bald geschafft. Wupp, wupp. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Mach den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Yay, wir kommen durch. Wir werden überleben.
Alter, ist das hier gesichert. Und die haben auch so coole Rotpunktvisiere wie ich. Alter, ist das ein Kriegsschiff? Oder ist das einfach nur ein übelster Bunker? Egal was es ist, es hat eine mega fette Kanone oben drauf. Da, fuck. Hä, was steht denn da jetzt schon wieder? Noang. Aha. Hey, Untergrundbahnhof. Stuttgart 21. Nur in Russland. Bedimmt. Lass mich aussteigen. Lass mich aussteigen. Ihr will raus hier. Danke sehr. Sehr freundlich von Ihnen. Cool, Mann. Ach, so viele schöne Speicherpunkte. Ach ja. Oh, das ist auch eine doppelläufige, oder? Nee. Schalldämpfergewehr. Hallo. Willkommen in der Police. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Ja, von Norden. Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Will ich hoffen. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, Idiot? Hallo! Brauchen Sie Moon? Dann fragen Sie mich. Nein, ich verkaufe gerne. Und zwar diese Sachen wieder. Was könnte es sein? Was? Hier kriege ich auch ein paar. Zwei für einen. Was passiert hier? Naja. Ja. Vier für einen, sechs für einen, zehn für einen. Nö, danke. Nein, danke. Kommen Sie, ausgezeichnete Wahl. Kalasch 2012. Definitiv besser als Ihre. Schnelle Schussfolge kombiniert. Wo ist die Nachricht von Hunter? Kommen wir gleich dazu, kommen wir gleich dazu. Ich glaube, die Werfen ich Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Peng. Ein Heil mit. Damit können. Dieses glaub, Ding ich ist fünfmal. Wie auch immer. Unter Umständen. Wer weiß. Vielleicht hätte ich mein Geld dafür sparen sollen. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Junge, du laberst zu viel. Viel zu wenig. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Wow, das ist ein ganz schönes Tier. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Wow. Ist ja gut, aber hallo, das Ding hier ist wow. Wieso gefällt mir jetzt das nicht so ganz so dolle? Alter! Wie die Zeit vergeht! Wie lange war das denn? 1, 2, 3, 4 Stunden? Unglaublich! Artyom, ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist.
oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Bin ich doch immer vorsichtig und mit der Waffe im Anschlag. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Hey, eigentlich wollte ich doch noch einkaufen. Mal nach neuer Ausrüstung gucken, so. Gerards Entscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. Denn mehr Raketen als mehr Raketen als mehr Raketen. Ist ja gut. Warum ziehst du denn die automatisch an, ey? Wow, Frame-Einbruch. Übelster Frame-Einbruch. Ah, jetzt geht's wieder. Bevor das Viech auf mich losgeht, gehe ich auf S los. Das ist meine neue Devise. Warte, bis der Gegner auf mich schießt, ich schieße zuerst. Am Ende sind sie ja doch alle immer gegen mich. Also macht eh keinen Unterschied. Ob ich jetzt früher stealthy oder später. Wow! Ich wäre fast voll in dich reingelaufen. Zeig mir deinen Kopf. Danke! Headshot. Das wäre schon ein Lager. Kopf weg. Kopf wird überbewertet. Okay, ich hab's verstanden, ihr seid nicht gut auf mich zu sprechen. Aua. So ein Viecher noch. Wo ist es? Alter! Ich dachte, das hat's auf mich abgesehen. Naja, soll mir nur recht sein. Ah, ich habe 152 Schuss, das ist noch mehr als genug. Um alles und jeden hier zu töten. Ja doch, komm mal her. Neue Maske. Oder andere schon ein bisschen wieder kaputt. Frage ist jetzt. Oh! Keine! Aua! Frage. Aua! Komm her und stell dich mir, du Kackviech, dann kann ich dir auch ein paar Ladungen Schrot ins Gesicht bashen. Weil das ist ja hier nicht so die ganz feine englische Art. Hier einfach so runterstürzen, angreifen und abhauen. Ich will dir eine in die Fresse bashen, dass es sich gelohnt hat. Ernsthaft. Will er? Ah, da. Komm gleich. Icke will nur noch kurz hier rumgucken. Nicht, nicht. Ah, wie hell es hier gerade ist. Ist wohl gerade Tag. Ha. Schon gelohnt. Oh, noch mehr. Noch mehr. Aua.
schon wieder so ein Flatterviech. Ey, ich hab die Schnauze langsam voll. Ernsthaft. Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin.